Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Prey. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Und ja, in der letzten Episode waren wir hier in dieser nicen Gartenanstalt, würde ich mal sagen. Also jedenfalls der Garten der, ja, der Trinstar, der Talos 1 Sache. Tja, mal sehen. Ja, die drin voll durch da drin. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da durch irgendwas Kleines. Wow. Alter. Chill. Alter, geht das? Warnung! Anzug wurde beschädigt. Alter, die können mich durchbeschädigen. Nice. Ich kann nicht durchschießen. Ja, nein, gut. Gut, haben wir hier ab. Wird mir hier alles zu bunt. Na gut. Sagen Sie mir uns hier ein wenig um. Ja, einer, der hier gern ja, herumklettert. Guten Tag, Talos. Vergessen Sie nicht die wöchentliche Sicherheitsinspektion Ihrer Trinstar-Uniform. Wenden Sie sich dazu bitte ans Maschinenlabor. Ja, hat nicht so gut geklappt, Junge, ja. Schild auf Bank. Geschichte von William Yu. Der William Yu. Das dürfte der Vater sein und so. Ach, ein Upgrade. Gepäck. Neuromod. Nice. Notizen. Phosphat werde der Pflanze in Quadrat 2 überprüfen. Sprinklerzirkus um 5 Minuten verkürzen. Nachsehen, ob Dr. Howards Pflanzenexperimente Wasser brauchen. Dr. Howard hat das Gewächshauspasswort zu Xenopad 1 geändert. Oh, da habe ich das Passwort. Iris! Alter, Iris, was geht ab? Iris? Ja, du bist einfach so runtergefallen, Iris. Ja, kann ich nicht mehr gut laufen, ne, Iris, aber Alter, das war creepy. Na gut. Sei das nächste Mal woanders creepy. So, jetzt wüsste ich, wie ich in das Gewächshaus kommen würde. Will ich in das Gewächshaus? Jetzt? Nein, will ich nicht. So, da ist eigentlich noch alles in Ordnung, verteilermäßig. Aber ich habe das Gefühl, hier wird es noch richtig abgehen. In einer Art und Weise Storage Room. Oh, da brauche ich sogar 4. Verdammt. Das wäre Storage Room. The Bridge. Komme ich nach unten, ne? Habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Hier sind etwas 40 Meter weit weg. Wow. Okay. Wo gehst du, Junge, ab? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt.
Alter, ich hau hier ab. Es wird mir ein wenig hier zu bunt. So, was mache ich jetzt? Die zerlege ich mal alle schön, damit ich wieder ein bisschen Platz in meinem Inventar habe. So. Alter, ich habe wieder viel Zeug eigentlich. So, verbessern. Da will ich auch die Reichweite wieder verbessern. Weil meine Pistole ist irgendwie auch meine Lieblingswaffe. Die Banane gönne ich mir. Ah ja, jetzt habe ich ja eigentlich ja richtig viel Zeug. Ich würde eher das aber essen, was. Bonbons, okay. Sonnengetrocknete Tomaten nehme ich auch. Eine Zitrone. Der Tee. Okay. Pommes. Nice. Sonst hier wieder die Noodles. Sonst haben wir eigentlich. Und 80 ist ja gut, ne? Ich würde glauben. Obwohl. Alter, nee. Ich will jetzt nicht unbedingt zum Pokern hier anfangen. So. Ne, ich schon mal drei bin. Okay, Glue hat nichts Neues. Disruptor ist komplett geladen. Schrotflinte. Jo. Kuhstrahl habe ich leider nichts. So, die scharf gedämpfte Pistole ist hier. Da sind die gerade beide, nehme ich auf demselben Fleck auch noch. Selbe Position. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl hier vielleicht also. Ja, ist eine Frage. Aber es müssen nämlich gerade beide hier sein, ne? Ist jetzt nicht gerade das Geilste, was passieren kann. Was ich aber noch tue, wäre mein Anzug zurück. Anzug-Chipsätze, ja, könnte ich mehr haben. Neuromods mäßig kann ich mir sowieso nichts holen. Auch hier bei den neuen Sachen. Na, ich muss da noch warten. Sonst habe ich eigentlich genug. Weiß ich bestimmt, was damit machen. Das ist jetzt auch das Maximale, was wir hier so bringen können. Weiß er, Alter, was? Wow. Alter, was war das noch? Alter, waren das drei? Ich dachte, es waren nur zwei. Alter. Kack, die waren da. Was war hier los, Mann? Den habe ich da niedergeballert. Ich glaube, das waren drei. Das waren definitiv drei.
Den anderen habe ich ja, glaube ich, da niedergeballert irgendwo. Nein, nicht mal. Alter, das heißt, ich habe ihn nicht gekillt gehabt. Nee, oder? Aber wie es aussieht, doch. Alter, Kacke. Jo, das war jetzt noch ganz gut gelaufen, ne? Alter. Verdammt. Datenzentrale. Okay. Also hat er ihn nicht gekillt gehabt. Ich dachte, ich hab ihn. Jo, verdammt. Ja, puh. Ging ja noch irgendwie gut, ne? Kann ich nicht drauf. Jo. Ja. Was haben wir denn da? Ein kleines Geheimversteck. Alter, was sieht mich? Irgendwas sieht mich. Alter, was? Hier nur die Technik Operator da eingewechselt sind, noch welche. Da sieht es ziemlich ruhig aus. Aber cool. Hier ist noch Zeug. Hehehe. Ich sage, es ist immer wert. Munition und Recyclerladung auch noch. Ich sage, es ist immer wieder wert, so das zu machen. Sind ja nicht mal richtige Felsen. Alles noch fake. Ja, cool. Das muss Alex sein Office sein, genau, Alex U. Ah, geil. Dass ich da richtig nice, dass ich da die Sachen gefunden habe. Hier, glaube ich. Oh, Mano. Anzug wurde beschädigt. Alter, was? Ist nicht mal richtiges Wasser. Alter, da haben sie mich gehabt. Verdammt. Ich denke mir nichts dabei. Und dann bam. Hey, voll auf, ja. Wodka. Ja, das habe ich auch noch. Alter, voll auf, ja. Wie das einfach nur fake ist. Ja, einfach irgendwie alles hier fake ist. Okay. Oh, da gibt's noch ein Looking Glass und so. Ja,
Ja, gut, gut, gut. Was war ein Ding an? John F. Kennedy. Diese Realität hat er anscheinend ein wenig länger gelebt. Es sieht immer so aus, als ob man irgendwie was entdecken könnte dabei. Eigentlich nicht wirklich. Ja gut. Relax. Looking Glass gibt's hier. Noch. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren Ihres Terminal-Passworts. So, das Looking Glass ist hier noch im Aufbau. Datei ist. Dahinter finden wir bestimmt was. Oh, da liegt ein Toter, den ich nicht gesehen habe. Ellie Gold. Tja, Ellie. Kann nicht immer gut laufen. Das Looking Glass ist noch im Schild, gestiftet von Catherine Yu. Okay, das muss die Mutti sein. Thomas Tucker. Tja, danke Thomas. Und da. Fuck! What the fuck? Alter, was? Alter, was ging ab? Alter. So, jetzt aber, Mann. Alter. So viel Stress. Für so einen Teil. Jo. Ja, Alter, da entdecke ich immer schöne Sachen. Da hat sich wohl einer auch noch gerettet, also. Wen haben wir denn hier? Julian Howard. Die gestrige Charge war ein entsetzlicher Fehlschlag. Ganz schlechte Wurzelaufnahme. Aber Dr. Lin aus der Psychotronik war so nett, mir eine Probe eines Materials zu geben, das die Effektivität der Phytohormone bei bereits reifen Pflanzen verstärken dürfte. Ich erwarte eine verkürzte Reifungszeit, eine erhöhte Ausbeute und einen außerordentlichen Heileffekt. Hoffentlich schmeckt das nicht scheiße. Ich brauche nur die Erlaubnis, den Plan durch den Fabrikator laufen zu lassen. Ja, gut. Hier sind wir quasi wieder am... Fangen hier mit der Lobby und alles. Okay, okay. Hier ist die Loading Bay. Hier will ich ja sowieso noch hin. Ah. Hier ist auch noch ein Toter. Den gönne ich mir doch auch. Na, lief nicht so gut, Mann. So. Glukanone erledigt das. Dann schnell. Reparieren, reparieren, reparieren. Perfekt, repariert. Ersatzteile. Rohrzange. So, noch Schotpatron, perfekt. Marietta Kyrkos. Das Fenster.
Bing, ja, hier, eh zum Anhören. Hallo, Dr. Kerstrup. Ich wollte Sie nochmals bitten, eine der Verzichtserklärungen der Volontäre sehen zu dürfen. Anna, Sie haben doch heute frei. Ich hatte Zeit, also dachte ich mir... Ich hab doch gesagt, die VVE sind vertraulich. Mir sind die Hände gebunden. Aber gibt es denn keine Erlaubnis für die Wissenschaftler? Ich meine, Herrgott, ich muss schließlich die Befehle eingeben. Hören Sie zu, ich verstehe Sie. Wirklich. Sie wären kein Mensch, wenn das leicht für Sie wäre. Ich wollte nur sicher gehen. Vertrauen Sie mir. Alles, was wir tun, ist absolut legal. Und zwar, weil die Talos 1 außerstaatlicher Raum ist. Hier gibt es keine Gesetze. Anna, Sie sind müde. Das beeinflusst Ihr Urteilsvermögen. Ich habe das eine Weile toleriert, aber genug ist genug. Sie brauchen etwas Erholung. Verstanden? Ja, Dr. Kerstrup. Verstanden. Gut. Jetzt bin ich für mein Treffen mit Alex spät dran. Ja gut. Dann... gönnen wir uns noch ein wenig einen Recycler. Warte mal. Eigentlich... würde ich ja das noch zerlegen. Fängt schon mal da an. Da habe ich noch eine Waffe, die ich auch zerlegen kann. Und sonst... da ist noch etwas zu zerlegen. Das ist sogar 4 groß. Na gut. Ja, die Teile kann ich nicht. Die kann ich essen. So gut, eigentlich ziemlich viel frei. Gut, hier sind die Sachen drin. Los geht's. So, die Glühkanone hat noch immer nur die 20 Schall. Die Pistole schon stärker mitgenommen. Ja, da habe ich wenigstens was. Ich Trottel. Jetzt habe ich einen Einschuss verkackt. Marmort. Okay, jetzt kann ich keine. Ja, egal. Jetzt habe ich ja 3 weitere Neuromods. Mit den Neuromods. Aber seine Angriffe sind mir jetzt ehrlich gesagt nicht wichtig. Erhöht die Gesundheit, ne? Das ist ja cool. Erhöht die Ausdauer. Ist auch nicht schlecht. Ja, okay, ja, ist nicht mehr so wichtig. Dass dich 10 Sekunden lang in einem Zustand, in dem die Zeit um dich herum verlangsamt wird, das ist natürlich auch geil. Aber ich glaube, ich gehe da lieber auf Zähigkeit. Die Gesundheit auf 150. Und mehr Leben kann ich schauen. Da bin ich lieber langsamer. Thank you.
So, ist jetzt zwar nicht perfekt. Guten Abend, Talos. Dr. Hadley Dalton hält Ende der Woche im Lobby-Trainingsbereich ein zusätzliches Seminar über Neuralkonnektome. Klingt spannend. Platzreservierung bitte per E-Mail an Dr. Dalton. Lily Morris. Ist alles gut? Ja, musste etwas warten. Zwei Arschlöcher aus dem Vertriebsteam mussten gerade in dem Moment unter der Alarmglocke Zigarre rauchen. Ist es weg von der Talos? Meine Kunden sind ungeduldig. Ja, die letzte Sendung ist rausgegangen. Müsste morgen auf der Erde sein. Pacific Time. Gut. Ich lasse Ihnen nach der morgigen Schicht ein weiteres Paket da. Wo genau? In der Lobby. Wird das funktionieren? Natürlich. Dreimal mit der Rohrzange antippen, dann geht es auf. Die werden morgen alle so funktionieren. Süß, wenn Sie so stolz auf Ihre Apparate sind. Reden Sie nicht so von oben herab, Lilly. Material unzureichend. Keine Aktion. Holen noch aus Talos. Das habe ich gern. Karteplan. Okay. Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Hindernis entdeckt. Bitte räumen Sie die Öffnung frei. Ja, ja. Eine Wartungsschleuse. Wo die wohl hinführt. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ja, gut. Nice. Wow, ich hab einen Schuss. Einen verdammten Schuss. Okay, hier ist hoffentlich jetzt nichts mehr. Jedenfalls kann ich nichts entdecken. Ah, da bin ich. Das ist sozusagen alles nur so Looking Glass-mäßig. Guten Abend, Talos. Mr. Tucker aus der Personalabteilung möchte Sie daran erinnern, ihn sofort zu kontaktieren, sollten sich Ihre persönlichen Daten seit der letzten Abrechnung geändert haben. Sein Büro liegt auf der zweiten Ebene der Lobby. Okay, da hätte ich einfach durchschlagen auch können. Ja, aber gut. Ich sehe mich hier mal. Ah, ich höre dich, Viecher, schon. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Psychoskop, Chipsatz.
Ja, gut. Ja, yeah. Richtig effektiv. Da kann ich jetzt auch nicht Schrot in die Hand nehmen. Perfekt. Da haben wir es doch. Gut, gut, gut. Schön. Was ist denn eigentlich hier oben? Sieht mir nicht alles so komisch aus. Sonst haben wir hier gar nichts. Und das einzige, wie ich hier reinkomme, ist dieser Kack. Und das einzige, was hilft, wenn ich eine Recyclerladung hier hinwerfe, ne? Ja, gut. Hat wenigstens geklappt. So, dann noch schnell. Gut, Waffen-Upgrade, Profi-Fabrikator-Plan, Karen Buckley. Nehme ich alles Karen? Also ich glaube Karen, oder? Karen. Entschuldigung, ich dachte schon, es wäre Karen. Ersatzteile, da ist noch ein Material. Sonst haben wir hier gar nichts mehr. Hm? Ja, schade. Ja, schade. Hier oben war ja auch nichts mehr. Oh nein, da war ein Bier noch. Ein Bier versteckt. Ja, ja. Noch ein Bier verstecken. Da sind die Mitarbeiter, die man braucht. Na, ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.